In der letzten Woche sind im Grunde zwei bullische Erzählungen in sich kollabiert, könnte man sagen. Die erste Erzählung, wir haben Peak Inflation erreicht, der Hochpunkt ist erreicht, jetzt geht es bergab. Das war die Lieblingserzählung der Bullen, wird alles besser, entspannt euch, Inflation geht wieder zurück. Leider nicht eingetreten, wie die Zahlen am Freitag mit 8,6% gezeigt haben. Und das zweite Narrativ, die zweite Erzählung ist dieses Soft Landing Wunschtraum, also dass die Wirtschaft in den USA eine weiche Landung hinbekommen könnte, weil die Fed eben vielleicht doch nicht so stark auf die Bremse treten muss, weil ja die Inflation so stark nach unten komme. Diese beiden wunderschönen Erzählungen aus dem Märchenland sind in sich zusammengefallen und die Märkte waren darüber not amused. Und das Problem ist, dass letztendlich jetzt vieles eingepreist werden muss, was vorher oder ausgepreist werden muss, genauer gesagt, was vorher eingepreist wurde. Man könnte sagen, wer zu viel isst, muss später nachhungern. Und so sehen wir jetzt einen Prozess des Nachhungerns, der sich gewissermaßen in Paniksituationen jetzt erstmals Bahn bricht. Wir sehen Bitcoin massiv unter Druck. Warum, will ich gleich zeigen. Wir sehen, dass die Aktienfutures unter Druck sind. In Reaktion eben auf all die Geschehnisse, die da in der letzten Woche passiert sind. Schauen wir uns die Dinge mal an, wie sie sich jetzt etwa im asiatischen Handel zunächst mal dargestellt hatten. Indische Rupie, neues Rekordtief zum US-Dollar gefallen. Wir sehen, Yen hat sich abgeschwächt auf über 135, also Dollar-Yen. Das ist ein 24-Jahres-Tief. Und die Bank of Japan muss hart kämpfen, ihre Yield Curve Control durchzuhalten. Die Renditen wollten bei der 10-Jährigen über die 0,25%-Grenze steigen, die Bank of Japan ja als absolute Grenze definiert hat. Jetzt muss sie immer mehr dieser Staatsanleihen kaufen, um den Renditeanstieg hier zu verhindern. Also die erste Notenbank, die richtig ins Schwimmen kommt, die die Kontrolle längst verloren hat, die jetzt auch sichtbar die Kontrolle verliert, indem ihre Yield Curve Control praktisch attackiert wird, also die Zinskurvenkontrolle. Wir sehen, Bitcoin fällt auf den tiefsten Stand seit 2020. Und wir sehen, dass die Renditen, die auch am Freitag weiter gestiegen waren, eben weiter zulegen. Wir hatten ja massive Renditeanstiege auch bei der 10-jährigen italienischen Staatsanleihe im Gefolge der EZB-Sitzung. Hier sehen wir unten mal die 5 Jahre oder die Rendite der 5-jährigen US-Staatsanleihe ausgebrochen aus einem Abwärtstrendkanal. Jetzt rufen manche schon nach einem Emergency Fed Meeting, also einem Notfall-Meeting durch die Fed und fragen sich, naja, werden die da die Zinsen anheben oder senken, weil die Dinge doch ein bisschen jetzt nach Panik riechen. Faktisch bekommen wir jetzt die Quittung für das, was vorher sozusagen an Exzess der Fall gewesen ist. Wer zu viel säuft, muss sich nicht wundern, wenn er am nächsten Tag ein bisschen Kopfweh hat. Das ist jetzt eben auch. Diese Party war exzessiv, unberechtigt, könnte man sagen. Das war schlichtweg eine Liquiditätsorgie, für die man irgendwann vom Wirt auch die Rechnung bekommt. Und die Zeit der Rechnung ist jetzt da. Und es macht natürlich mehr Spaß, die Party zu feiern, als dann die Rechnung zu bezahlen. Dementsprechend sehen wir jetzt eben, dass die Fed total auf die Bremse treten muss. Sie muss jetzt eben viel mehr tun, nachdem sie mit Vollgas Richtung Wand gefahren ist, muss sie jetzt versuchen, noch eine Vollbremsung hinzubekommen. Und solche Vollbremsungen geldpolitischer Natur, die enden immer in Deleveraging, in Enthebelungsprozessen. Das lässt sich nicht vermeiden, zumal wir jetzt eben eine Situation haben, in der die Schulden viel, viel schneller gestiegen sind als das Wachstum. Hier sehen wir mal unten die Leitzinsen, diese rote Linie. Dann sehen wir in der Mitte, das ist das BIP in den USA und die Viagra-Linie dunkelblau hier. Das ist die Schuldenentwicklung, die derzeit bei 91 Billionen Dollar liegt in den USA. Und es ist so, dass du, wenn du dir dieses Wachstum durch immer mehr Schulden erkaufst, natürlich das Problem hast, dass dann, wenn du die Zinsen anhebst, du diese Schuldenblase natürlich zum Platzen bringst, weil diese Schulden dann einfach zu teuer werden. Jetzt kann die Fed aber dieses Spiel nicht mehr weitermachen aufgrund der Inflation. Wenn sie die Inflation laufen lässt, wie die EZB, dann verliert sie total die Kontrolle. Also muss sie versuchen, Kontrolle wieder zu gewinnen. Damit wird sie etwas kaputt machen müssen. Und wir sind vielleicht gerade im Prozess des Kaputtmachen-Müssens, den viele sich noch versuchen oder viele versuchen ja das noch zu leugnen. Schauen wir uns jetzt mal das CME FedWatch Tool an, also praktisch eine Art Realtime-Ticker
dass er die Fed Fund Futures beobachtet und hier Wahrscheinlichkeiten bepreist, wie die nächsten Zinsentwicklungen sein werden. Hier jetzt für die Juni-Sitzung schon eine Wahrscheinlichkeit von knapp 26% aktuell, dass die Fed die Zinsen um 0,75% anheben wird. Nun hat Paul mehrfach gesagt, wir werden im Juni wie auch im Juli die Zinsen jeweils nur um 0,5% anheben. Aber man sieht, wie stark diese Inflationsdaten hier doch reingehauen haben. Und es hat auch reingehauen, nämlich dieser höchste Wert seit 1981 in Sachen Inflation bei den US-Indizes. Dow Jones 2,7%, S&P 2,9%, der Nasdaq 3,5% im Minus. Und es waren die defensiven Sektoren, die sich noch am besten gehalten haben. Consumer Staples, Utilities, Healthcare, also das Who is Who des Risk-Off-Modus. Während unten wir sehen Financials, Technology und Consumer Discretionary. Also klassischer Risk-Off-Modus, der hier stattgefunden hat. Schauen wir uns jetzt mal an, hier den Nasdaq 100 in Sachen Fibonacci. Der hat hier schon sein 50% Retracement unterschritten oder ist gerade dabei. Insgesamt, und das ist zentral, müssen die Märkte heute versuchen, diese Mai-Tiefs zu verteidigen. Das war beim S&P 500 etwa die Marke von 3810 Punkten, glaube ich, mich zu erinnern. Jedenfalls sehen wir, dass wir Rückgänge hatten, sowohl am Mittwoch als auch am Donnerstag als auch am Freitag von mehr als 1%. Das gab es erst 13 Mal seit dem Zweiten Weltkrieg. Und der Zweite Weltkrieg ist jetzt auch schon ein paar Tage her. Ich kann mich nur ganz dunkel an den noch erinnern. Jedenfalls sehen wir, dass wir am Mittwoch 1,08% gefallen waren, am Freitag, was den S&P betrifft, am Freitag minus 2,38%, jetzt am Freitag, am Donnerstag minus 2,38%, am Freitag minus 2,91%. Also erstaunliche Entwicklungen, und wenn wir uns den S&P 500 mal anschauen, dann sehen wir, der kämpft jetzt mit seinem 38,2er Retracement, also wenn man praktisch von tief zu hoch hier die Corona-Crash, die Fibonaccis ansetzte zu dem Hoch, dass wir, ich glaube, wann war das, Ende 2021 gesehen haben, bei 4.828 Punkten. Wenn man das ansetzt, dann kämpft jetzt der S&P 500 ziemlich genau an diesem 38,2er Retracement. Wenn das gebrochen würde, nachhaltig gebrochen würde, dann würden ja nicht nur die Mai-Tiefs fallen, sondern dann würde der Index wahrscheinlich auch das Potenzial haben, dann 50er Retracement anzulaufen. Das wären dann 3.507 Punkte. Also es geht jetzt um was. Und eigentlich hatten wir ja davor bei dieser Rallye, die wir gesehen hatten, dieser Hoffnungsrallye, die eben auf diesen zwei leider in sich kollabierten Narrativen, Peak Inflation und Soft Landing der US-Wirtschaft basierten, hatten wir gesehen, dass da eigentlich ein großes Kaufvolumen der Fall war, an der NYSE über 80% in steigende Volumina bei Aktien reingegangen, und das gab es nicht oft in der Vergangenheit. Hier sehen wir mal diese Male, und jedes Mal aber war es etwas, was mit der Fed zu tun hat, aber mit einer Lockerung der Geldpolitik durch die Fed. Und dementsprechend konnte man diesen Rallyes eigentlich von Anfang an misstrauen, solange die Fed eben nicht umsteuert. Und das gilt insgesamt. Solange die Fed so hart bleiben muss, wie es sich derzeit abzeichnet aufgrund der Inflation, wird es für die Bullen schwierig. Werden wir möglicherweise immer wieder impulsive Bärenmarkt-Rallyes sehen, aber die sind eben dann keine Kaufgelegenheit, solange die Fed nicht umsteuert. Warum auch immer sie umsteuert, möglicherweise weil die Wirtschaft absäuft oder keine Ahnung, weil eben faktisch sie feststellen muss, dass diese verschuldete Wirtschaft keine hohen Zinsen vertragen kann. Hier sehen wir mal, dass die Fed jedes Mal interveniert hat, wenn der 5er EMA auf wöchentlicher Basis, praktisch auf Quartalsbasis, sorry, unter den 5er EMA gefallen ist. Das heißt, was Sie hier sehen, sind Quartalskerzen. Also jedes Quartal ist eine Kerze, also gibt es 4 Kerzen pro Jahr. Und Sie sehen jedes Mal, wenn wir dann auf Quartalsbasis unter dem 5er EMA geschlossen haben, dann hat die Fed irgendetwas gemacht. Sie hat QE verkündet, sie hat Operation Twist verkündet, sie hat QE Unlimited in der Corona-Krise verkündet. Aber wir sehen, das ist jetzt schon ein richtiger Schnapper, diese Kerze, die wir jetzt im zweiten Quartal sehen. Der Juni ist jetzt nicht mehr allzu lange, also da ist schon durchaus ein klares Wendesignal zu erkennen. Gleichwohl könnte es im kurzen Zeitfenster für die Bullen ein bisschen Hoffnung geben. Ich hatte mehrfach schon gesagt, dass für mich die Junk Bonds sehr, sehr wichtig sind. Das ist für mich das Risikoparameter schlechthin, also die
Unternehmensanleihen, schwächere Bonität, da zeigt sich zuerst Panik. Und wir haben jetzt am Freitag hier wirklich Panik gesehen. Wir sehen, dass etwa die Junk Bonds hier auf ein neues Tief gefallen sind, also die Renditen auf ein neues Hoch gestiegen sind. Anders als beim S&P 500 haben die Junk Bonds jetzt ihr Mai-Tief bereits unterschritten. Möglicherweise wird der S&P 500 das auch tun. Aber oben sehen Sie im RSI eine positive Divergenz, also möglicherweise könnten das zumindest im kurzen Zeitfenster dann Kaufkurse darstellen, etwa mit der Fed-Sitzung, die wir am Mittwoch sehen. Morgen haben wir ja die Erzeugerpreise aus den USA, am Mittwoch haben wir die Einzelhandelsumsätze, dann eben die Fed-Sitzung, dann haben wir Philly Fed, Housing Starts, Industrial Production, weniger wichtig. Natürlich im Fokus jetzt die Retail Sales, immer sehr, sehr wichtig. Morgen die Erzeugerpreise, wichtig, aber natürlich vor allem die Fed-Sitzung, wichtig. Und nicht zu vergessen, wir haben den großen Verfall am Freitag, das dürfte da nochmal richtig Nervosität reinbringen. Natürlich sind wir überverkauft, ist gar keine Frage, und das ist immer das Argument und die Chance auch für die Bullen, dass da vielleicht eben eine solche Bärenmarkt-Rallye kommt. Wir sehen hier beim Technical Overbought Sold Composite Indikator, dass wir hier doch da bei 13,54 sind. Das sind Extremwerte, die wir nicht oft in der Vergangenheit erreicht haben. Aber wo ist das Problem? Die Leute sind nach wie vor in den Aktien investiert, weitgehend. Das heißt, wir haben eben noch keinen Auswasch gesehen, keinen Panik-Move, wo wirklich die Leute wirklich die Position dann rausgedrückt haben. Wir haben jetzt erste Anzeichen von Panik, erste Signale, dass die Leute unsicher werden, aber die sitzen teilweise immer noch in Positionen, die im Gewinn sind und denken sich, naja, das wird schon wieder. Ich war zwar schon viel weiter vorne, als ich im Jahr 2020 gekauft habe, aber irgendwann dreht das wieder und dann geht diese Rallye weiter. Das ist das Problem. Trotz bärischer Stimmung, die wirklich sehr bärisch ist, ist die Positionierung. Also das, was die Leute faktisch tun, ist etwas anderes als das, was sie sagen. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig zu verstehen. Und das zeigt, dass wir da durchaus Potenzial haben für diesen Panik-Move, bevor diese Leute, die da investiert sind, dann abdrücken. Und all das deutet darauf hin, dass eben hier die Dinge schwieriger werden, wenn die Leute dann nicht mehr so viel Geld auf dem Konto haben, auf ihrem Trader-Konto, wenn sie jetzt durch die Inflation ohnehin am Konsum schon nicht mehr in ungewohntem Umfang teilnehmen, dann entsteht mehr Pessimismus, etwa NFIB, das ist eine Umfrage unter Small Caps, unter kleineren Unternehmen in den USA, die etwa die Hälfte des BIPs erwirtschaften. Und hier sehen wir, da sind wir stimmungsmäßig auf einem Niveau, das eigentlich nur in Rezessionen erreicht wurde, also da, wo die Wirtschaft bereits schrumpft. Das heißt, die kleinen Firmen haben schon begonnen, Leute zu entlassen, zeigen, dass der Arbeitsmarkt bereits gedreht hat. Die großen Firmen stellen noch ein, dadurch ist die Zahl der neuen Jobs immer noch positiv, aber wir sehen hier eben diese Trendwende und wir sehen auch eine Trendwende in Earnings Misses. Wir haben jetzt eine historisch hohe Rate an Verfehlungen der Prognose. Also die Unternehmen liefern die Zahlen nicht mehr so ab. Sie warnen vor allem vor dem, was kommt, weil ihre Kosten massiv steigen. Sie können diese gestiegenen Kosten nicht mehr 1:1 weitergeben an die Konsumenten, weil die schon Oberkante Unterlippe sind mit dieser starken Inflation. Aber nach wie vor sind die Wall Street Analysten davon überzeugt, dass die Gewinne der Unternehmen in 2022 steigen werden. Da ist auch noch eine riesige Diskrepanz, die sich auflösen dürfte. Und nochmal zurück zum Konsumenten. Ein amerikanischer Durchschnittshaushalt muss $5,200 mehr aufwenden für die gleichen Sachen, die er aufgewendet hat im Jahr 2021. Das sind $433 pro Monat. Und wenn man jetzt weiß, dass die 40% der Amerikaner nicht mal $1,000 Sparvolumen haben, dass 2/3 der Amerikaner von Paycheck zu Paycheck leben, dass also insgesamt die Sparquote zuletzt immer weiter nach unten gekommen ist, jetzt unter dem Niveau kurz vor der Corona-Krise lag, dann weiß man, dass das richtig wehtut, dass das an die Substanz geht. Die Leute müssen teilweise jetzt neue Schulden aufnehmen, um sich den Lebensstil weiter leisten zu können, den sie bisher haben. Und so sehen wir vor allem Bereiche wie Healthcare und Housing sind hier massiv gestiegen im Kostenbereich. Das sind so Grundkosten, die man schlichtweg hat. Und hier sagt Lance Roberts, angesichts dieser Kombination, dieser toxischen Kombination, werden die Konsumenten schneller sozusagen ihre
ihren Gürtel enger schnallen müssen, als viele das erwarten. Das also jetzt zu diesem Komplex. Wir sind überverkauft, wir haben auf der anderen Seite noch eine starke Positionierung in Aktien. Wir haben eine Fed, die immer stärker unter Druck kommt, sodass das Narrativ Soft Landing und Peak Inflation eigentlich komplett kaputt ist. Am Mittwoch ja die Sitzung der Fed. Wir sehen aber auch, dass andere Assetklassen wie etwa Bitcoin jetzt ein kleines Problem haben. Bitcoin unter die Marke von $26.000 gefallen, nachdem Celsius, eine britisch-amerikanische Peer-to-Peer-Krypto-Plattform, wo man praktisch Geld verleihen kann, Geld leihen kann mit Krypto, die haben jetzt zunächst mal alle Auszahlungen gestoppt, alle Swap, alle Transfers gestoppt zwischen den Accounts. Insgesamt lagen da $12 Milliarden bei Celsius. Und jetzt also will man plötzlich alles stoppen. Irgendwie gibt es da offenkundig ein Problem, denn jetzt, wenn Bitcoin fällt, dann sind viele Sicherheiten nicht mehr so sicher, wie sie vorher waren. Das ist ja praktisch wie ein Collateral, das man da hinterlegt, eine Sicherheit. Das ist wie wenn Sie ein Haus kaufen oder etwas als Sicherheit bei einer Bank hinterlegen und diese Sicherheit fällt dann im Preis, dann wird die Sicherheit eben weniger. Das passiert jetzt auch bei Celsius. Und die Sicherheit ist jetzt auch nicht mehr das Thema in der Eurozone. Wir hatten am Donnerstag ja wieder mal eine legendäre EZB-Sitzung mit Madame Lagarde, die unglaublich stark wieder agiert hat. Es ist wirklich beeindruckend, wie ahnungsfrei diese Frau teilweise ist. Jetzt warnen erste Firmenchefs, die sagen, bereitet euch auf einen Kollaps der Eurozone vor, denn wir sehen, dass die Renditen für die 10-jährige italienische Staatsanleihe weiter steigt. Insgesamt steigen ja die Renditen massiv, aber vor allem die Renditen der Südländer steigen massiv. Ich war ja jetzt unterwegs im Ausland und konnte da etwas Sky News gucken, wo zum Beispiel gesagt wird, englischer Nachrichtensender, wo zum Beispiel gesagt wird, viele Briten müssen schon ihre Autos verkaufen, weil sie sich die Spritpreise nicht mehr leisten könnten. Dann habe ich mir Rai angeschaut, das italienische Fernsehen, da sagt man, wie die Inflation oder zeigt man, wie stark die Inflation auch die Italiener trifft. Da wird dann auch übrigens der Spread immer wieder gezeigt in den Nachrichten, also die Renditedifferenz zwischen der italienischen BTP, das ist die 10-jährige italienische Anleihe, und der Benchmark der 10-jährigen deutschen Anleihe. Also dieses Thema Inflation ist nicht nur in Deutschland, sondern überall wirklich allgegenwärtig. Und eine EZB, die so hilflos ist wie die aktuelle EZB unter einer so ahnungsfreien Madame Lagarde, wird natürlich massive Probleme bekommen, dass ihr diese ganze Geschichte nicht um die Ohren fliegt. Jetzt will sie ja im Juli dann die Zinsen um 0,25% anheben, wie mein Kollege Hannes Zipfel gezeigt hat. Entspricht das nicht mal ein Drittel dessen, was an Geldentwertung etwa im Mai der Fall gewesen ist. Also es ist in etwa so, als würde die Feuerwehr zu einem Großbrand anrücken und dann mit einer Wasserpistole versuchen, hier diesen Brand zu löschen. Das wird nicht gelingen. Und darüber hat mein Kollege Hannes Zipfel ein großartiges Video wieder gemacht. EZB-Mogelpackung, Anhebung der Zinsen. Die Inflation ist ihr egal. Ich habe hier formuliert, Hannes Zipfel zerlegt mit einem Seziermesser Handlungen und Aussagen der EZB und zeigt die ganze Lächerlichkeit, die damit leider verbunden ist. Es ist eine Notenbank, die ihre Glaubwürdigkeit verloren hat, über die man eigentlich sich nur noch lustig machen kann. Ich habe mir jetzt am Wochenende die Homepage mal angeschaut. Da steht dann auf der Homepage der EZB, wir garantieren sozusagen, dass die Inflation bei 2% liegt. Wir stellen sicher, dass die Inflation bei 2% liegt. Ja, das ist sehr großartig gelungen, der EZB. Das, wie gesagt, unbedingt anschauen. Ich habe einen Artikel dazu geschrieben, zu dem Video von Hannes Zipfel. Erste Empfehlung unter dem Video. Und die zweite Empfehlung ist ein großartiger Artikel auch über das Gesamtpanorama. Diese delikate Situation, in der S&P 500, Nasdaq und vor allem die Fed jetzt sind. Das Ende der Bärenmarkt-Rallye ist da. Hier unten sehen Sie mal die rote Heatmap, was also in der letzten Woche passiert ist. Eine Apple etwa 5,6% verloren. Das zeigt so den Gesamtkontext, welche Schwierigkeiten das sind, wann die Fed vielleicht in Panik geraten wird. Also diese beiden Artikel empfehle ich. Und jetzt wünsche ich einen guten Start in diese Woche. Könnte ein interessanter Handelstag heute werden. Panik, ja oder nein, wir werden sehen. Aber es ist schon ziemlich was ins Rutschen gekommen. Ich sage Servus und Ciao.